Servus beieinander auf meinem YouTube-Kanal Wolbergbudel-Tegernsee. Ich möchte heute oder kann heute endlich mal wieder ein Budel machen und ein paar Videos machen von meinem Ausflug, den ich auf dem Wolberg mache. Wie es der Name sagt, Wolbergbudel-Tegernsee. Wir hätten da oben jetzt das Wolberg-Kirchl. Und wie gesagt, da unten ist unser Tegernseer toll mit den Wisseer und Greiter Berge. Und nach hinten aus sehen wir ganz hinten den Wilden Kaiser und diverse andere schöne Sachen wie Rotwarn Wendelstor. Und da drüben meine zwei Lieblingsberg, Blangerstor und Risserkogel. Ich möchte jetzt mich einmal grundsätzlich ganz bedanken dafür, dass doch jetzt schon die 250er Grenze, wenn es auch nur kurzzeitig war, erreicht war von Abonnenten. Ich habe mir jetzt ein bisschen rar gemacht, das ist richtig. Es hat halt einfach aus Gründen, diversen Gründen nicht machbar gewesen, dass man mehrere filmen oder mehrere drehen. Und vor allem, wenn es immer nur der Wolberg ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es natürlich für euch auch langweilig. Aber jetzt ist Sommer, jetzt ist Urlaubszeit und jetzt kann ich auch mal ein bisschen ausrutschen und ausrucken in andere Sachen, und darum hoffe ich, dass ich die nächsten 14 Tage, 3 Wochen doch ein bisschen wieder einen oder anderen Film mit einbringe. Ein Statement möchte ich abgeben, weil mir das ganz furchtbar auf den Sack geht. Nachdem dass ja diverse Ämter und Verbände, Forstamt und wie es alle heißen, bis hin zum Bund planen, dass ein Bundeswaldgesetz, oder wie das heißt, da verändern, wo es also Berg- und Radlfahrer sich dann einfach scheinbar nicht mehr vertragen können, möchte ich einfach mal sagen, es fällt mir auf, dass brutal viele komische Menschen, nenne ich es jetzt, ich will keine Wörter dazu sagen, über den Wolberg-Sommerweg auf, beziehungsweise in dem Fall jetzt runterfahren, und da meinen, dass sie müssen von oben bis unten in eine Bremsspuren hinlegen, was lediglich der Erosion bei unseren Starkregen dient. Und man fährt halt lautlos und vor allen Dingen spurenlos in die Berge. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie man so doof sein kann und so meinen, man muss da mit Rambo und Rowdy und wie auch immer runterfahren. Leute, lasst es einfach. Irgendwann sparen sie uns den schönen Sommerweg am Wolberaufer und dann ist meine Trainingsstrecke dahin und dann bin ich sauer auf euch alle und an jeden. Jetzt habe ich lesbisch eine zur Rede gestellt, dann habe ich mich von dem mit diversen Schimpfwörtern belegen müssen, weil ich gesagt habe, es kann es eigentlich nicht sein, dass man von oben bis unten eine Bremsspur ziehen muss, bloß weil dann fährt man halt einfach den Berg nicht. Wenn man es nicht kann oder fährt hinten über die Teerstraße runter, da kann man sich dann sicher fühlen und braucht man nicht Bremsen vor lauter in die Hosen scheißen. Also, kurze Info noch zu dem, was wir jetzt heute machen. Also, ich fange nochmal an, das schneiden wir raus. Wir gehen jetzt da auf, das ist der Sitzberg. Wir werden heute die lange Strecke nehmen, da hinten um und dann von hinten herauf. Ist zwar furchtbar steil, aber von der Aussicht Richtung Risserkogel und so weiter noch ein bisschen schöner. Und mein Radl, das werde ich. Da haben wir jetzt einen Tegernsee und da kriegen wir jetzt auf das Budel das Wolbergkirchl und unterschiedlich oben in der Sonne glänzt das Wolbergkreuz. So, jetzt haben wir da das Radl unten und dann gehen wir jetzt zum Sitzberg. Da hinter uns sehen wir jetzt den ultimativen Blick zur Blangerstor und der Risserkogel im groben Eckgrat. Da hinten war noch ein See drin, der mal mehr, mal weniger Wasser hat. Und wie gesagt, wir gehen jetzt da halt so schön, weil es noch ein paar Bäume da sind, bis da rauf. Und dann können wir hinten wieder, wenn es dann zum letzten Aufstieg. So, jetzt nehme ich euch mit auf einen Teil von dem Weg. Vom, man nennt das auch einen Alpenlehrpfad zwischen Wolberg und Risserkogel, wo einfach diverse schöne Beschilderungen
Aussichtsplätze und so weiter beschrieben sind. Einen kurzen Blick, das war der direkte Weg nach oben, aber den gehen wir nicht. Sondern wir gehen jetzt da mal schön drüber. Wir werden uns dann kurz einmal umdrehen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mal kurz zu uns nochmal. Ich habe jetzt mal eine kurze Pause machen müssen. Habe einfach nicht den richtigen Draht dazu gehabt. Habe versucht, immer wieder mal kurz was einzubinden, damit das nicht meint, ich habe ihn komplett vergessen und aufgehört. Aber es ist eine sehr zeitaufwendige Sache, die es mir einfach nicht erlaubt hat momentan. Und wie gesagt, ich bin so gegen diese Bremsfahrer. Ich wollte da schon mal extra ein Video machen, nur mit auf, wo ich die ganzen Bremsspuren praktisch aufgenommen hätte. Und jetzt geht es da wunderschön steil auf, aber es ist ein bisschen durch den Wald geschützt vor der Sonne. Wir sind jetzt extra ein bisschen später heute dran, damit dass wir ein anderes Buddel ist wie ein Wallberg und einen Sonnenaufgang sehen. Wie gesagt, du kannst jetzt da so schön aufsteigen, ist sauber durchwurzelt. Gute Tritt, wenn es nicht nass ist, wahrscheinlich. Ja, einmal frei, wenn es richtig abgeschwabt hat, die letzte Stunde. War ja wahrscheinlich nicht optimal. Ich bin froh, dass ich wieder reisen kann. Und dann machen wir mal, wie gesagt, eine kurze Werbepause. Kleiner Schwenk. Wenn wir jetzt aus dem Wald rausgekommen sind, ist es ein mega tolles Wetter. Super Aussicht. Und vom Wind her perfekt, dass es nicht so warm ist. Da drüben ist Mai, halber. Jetzt hingehen. Ja, ganz schön übersteigen jetzt. Letzten Meter auf dem Gipfel vom Sitzberg, ein Nachbargipfel vom Wolber. Ich weiß jetzt nicht, ist ja wurscht. Ihr könnt jetzt den sich eröffnenden Ausblick genießen. Schaut euch das einmal an, weil das nicht ein geiles Panorama ist. Bergheil. Die Kollimolle sind ein bisschen nach oben gegangen und unsere schöne Hirschberg Fokkerstor Benediktenwand da hinten, Rost- und Burgstor, Leonhardstor, da hinten, wo man Schnee noch sieht,
Zugspitz, Lalidra Wind und wie es alle heißen, Jolfen, Seekar. Da hinten haben wir noch, zum Erwähnen, Unitz, die drei Gipfel und der Guffert. Vor uns Häuserspitz, im Dunkleren, der Blauberg gerade. Da unten der Schildenstor. Und da ganz unten, wo die Wiesen ist, da ist Königsalm. Vielleicht komme ich da morgen rüber mal hin. So, da hinten haben wir wieder eine Rissekugel. Langer Stor. Ganz hinten zum Sing. Das Wilde Kaiser massiv. Da hinten der Spitz. Das ist der Wendelstor. Rotwand. Und hintere irgendwas Joch. Alle muss ich auch nicht kennen. Ich kenne es zwar, aber fällt mir jetzt nicht ein. Und wie gesagt, da drüben ist der Wolver. Heute tatsächlich, ich habe gerade geschaut, noch ohne Gäste. Weil wahrscheinlich bei Bahn noch nicht fährt. Und ja, wie gesagt, und da unten ist unser Tegernsee. Vorn Rotterhegern, links Bad Wisse, Tegernsee, Ort, Gmund und ja, halt dann noch so ein paar Sachen da draußen wie Schaftlacher Kirche, Reis Bayern und Moos, Wangau und ganz draußen ein bisschen größer noch oder fast nicht mehr zum Sehen, ist dann schon München, bei uns genannt Minga. Da drüben noch, vielleicht, wenn man es sieht, die Kirche vom Röhrerstor und rechts der Baumgarten. Alles das sind Bergerl, wo ich jetzt die nächsten Tage dann einmal nahelege, weil das jetzt alles abgerissen da wieder, ob sich was verändert hat. Und jetzt auch. Jetzt befinden wir uns wieder am Abstieg vom Sitzberg über dem Tegernseer Tal. Wir haben da jetzt einen Weg, der wo relativ schön zum Gehen ist, weil es trocken ist. Wir haben ja heute ein perfektes Wetter. Wir werden heute keine Gewitter kriegen, sagen zumindest die Wetterpropheten. Und der Weg, muss ich dazu sagen, darum planiere ich das jetzt ein. Wenn es nass ist, ist er nicht lustig. Da kann er ganz schön glatt sein. Um nicht zu sagen, schlittertechnisch kannst du von oben bis unten durchrauschen. Aber jetzt ist alles in trockener, guter, griffiger Qualität. Und genau, da sieht man jetzt ein bisschen runter. Das ist das alte Wollberghaus. Und da sind so diverse Almer und noch mehr ein Blick zum Tegernsee da, im Tegernsee und zum Wolber. Da drüben ist noch die Bodenschneid mit den Bodenalmen und ich gehe jetzt weiter und wir sehen uns noch ein Stückchen mit dem Radl noch.